Hallo und herzlich willkommen zu dem aktuellen Status-Report hier von dem 5. Juni 2018. Ich muss gestehen, ich bin mit dem 7. Juni gerade etwas spät dran. Das ist leider nicht anders möglich bei meinem Berufsleben. Und damit verbunden möchte ich, bevor ich mit dem Video an sich anfange, möchte ich erwähnen, dass innerhalb von diesen zwei Tagen und sich noch in Zukunft sehr, sehr viel ändern kann. Die Stresstests kommen in immer kürzeren Intervallen und wir stehen, das werden wir im Report gleich auch noch erfahren, ziemlich kurz vor dem Experimental Release. Deswegen möchte ich jeden bitten, zwar diesen Status-Report sich zu Herzen zu nehmen, aber sich auch ein bisschen selbst zu informieren, weil sich, wie schon erwähnt, die ein oder andere Sache sich ändern kann. Bei dem Status-Report werden selbstverständlich die Fortschritte bzw. Ergebnisse der vergangenen Stresstests angesprochen. Außerdem wird das Central Economy System angesprochen bzw. deren Veränderung. Wir alle kennen das System, natürlich hat sich da oder wird sich dort mit der 0.63 und mit dem Beta-Release einiges ändern. Noch dazu hat sich Adam, ein Mitglied des World Design Teams von der Daisy Standalone, sich zu dem Thema Balota-Airfeed geäußert. Was genau gemeint ist, werde ich natürlich auch in dem Report ansprechen. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass die meisten von euch wissen, wie denn aktuell so der Stand der Dinge bei DayZ ist, zumindest bei den Leuten, die das Spiel oder halt auch den Kanal so halbwegs verfolgen. Die Stresstests sind so ein bisschen das Vorgeplänkel, sozusagen von der experimentellen Version, und mithilfe dieser Tests werden eben verschiedene Mechaniken, verschiedene Sachen in dem Spiel oder in der Version überprüft, getestet, es werden Daten gesammelt und daraus schließend wird eben DayZ auf die 0.63 Version in Anführungszeichen vorbereitet. Mittlerweile haben wir, soweit ich weiß, 19 Stresstests, auch hier kann sich das natürlich sehr, sehr schnell ändern und das wird es auch. Die Entwickler sprechen in dem Status-Report genau das Thema an, dass noch in dieser Woche so einige Stresstests kommen sollen. Man muss natürlich auch sagen, es ist bereits Donnerstagabend und ich weiß nicht genau, in welchen Intervallen und in welchen Größenordnungen das so direkt angedacht ist. Die Stresstests werden relativ kurz sein, außer am Wochenende, da soll ein längerer Test stattfinden. Das ist nicht das erste Mal, das gab es schon mal, und das Interessanteste an der ganzen Geschichte ist, dass, wenn dieser Stresstest, dieser längere Stresstest übers Wochenende erfolgreich abläuft, diese Version experimental gespielt wird. Das bedeutet für uns als Spieler, wir können endlich zeitunabhängig sozusagen die 0.63 Version spielen und testen, und die glücklichen Besitzer eines Community Servers haben sogar auch die Möglichkeit, von der 0.62 Stable Version auf die experimentelle 0.63 Version zu patchen. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die experimentelle 0.63 Version im Weiten nicht die 0.63 Version schlechthin ist. Es werden nach wie vor, während die experimentelle Version eben online ist, werden nach wie vor Stresstests weiterhin durchgeführt, und wenn diese Stresstests ordentlich durchgeführt wurden und erfolgreich sind, werden dann die experimentellen Server nach und nach geupdatet, wenn man so will. Die experimentellen Server werden sehr, sehr viele 0.63 Versionen durchlaufen, und bis diese Version im Endeffekt stable geht und DayZ somit dann offiziell in der Beta ist, werden mit Sicherheit noch ein paar Tage vergehen. Natürlich gibt es auch zwei kleine Listen. Die eine Liste spricht die Sachen an, die bereits von der alten RV auf die neue Infusion Engine übertragen wurde, und die zweite Liste sind Sachen, die noch diese Woche mit implementiert werden sollen. Zu der ersten Liste gehören, ich zähle das einfach mal so auf, die versteckten Kisten, Waffen-Chambering, in Klammern um Waffen wie die Mosin in-game zu ermöglichen, Bewusstlosigkeit von Charakteren, die Herzdruckmassage, das Reparieren von Gegenständen, das User-Interface im Hauptmenü wurde überarbeitet, das Hören und Sehen von Infizierten und außerdem auch Schafe mit Animation und Verhalten. Die zweite Liste, also die Sachen, die noch diese Woche mit implementiert werden sollen, sind die Soft-Skills, das Lagerfeuer, Umwelteinflüsse, das Springen, endlich, bei den Waffen die doppelläufige Schrotflinte, im User-Interface wird im Serverbrowser auch nochmal ein bisschen was überarbeitet, und die Ziege, ebenfalls natürlich mit Animation und Verhalten. Bei der Liste wird sehr schnell auffallen, dass einige Sachen doch eigentlich schon mal drin waren oder drin sind. Das Problem ist eben, dass, wie schon erwähnt, von der alten RV-Engine auf die neue Infusion-Engine die Sachen übertragen werden müssen. Während die experimentellen Server und die Stresstest-Server laufen, wird es einen zweiwöchigen Rhythmus geben. Die Experimental-Server logischerweise laufen 24/7, so zumindest laut Plan, und die Stresstests in unregelmäßigen Intervallen. Bei dem zweiwöchigen Rhythmus ist natürlich die Arbeitsaufteilung oder die Arbeitsplanung der Entwickler gemeint. Die eine Woche dient dazu, um Neuinhalte, neue Sachen in die Stresstest-Version zu implementieren, und die zweite Woche dient dazu, um eben eventuelle Bugs auszumerzen, zu fixen oder wenigstens provisorisch zu lösen. Bei dem zweiten relativ großen Thema des Status-Reports und generell eigentlich auch von DayZ ist schon wie angesprochen das Central Economy. Das Central Economy System hat unter anderem die Aufgabe, das Loot vernünftig zu verteilen und zu bereinigen. Außerdem ist es dafür verantwortlich, dass Infizierte, Tiere, Fahrzeuge und die dynamischen Events, wie zum Beispiel Helicrush-Sites, vernünftig spawnen. Gerade das Thema vernünftig spawnen, in welcher Menge, in welchen Gebieten,
ist natürlich eine etwas schwierige Sache, teilweise das umzusetzen, denn vieles ist eine reine Definitionssache. Was sich ganz klar definieren lässt, ist die klassische Loot-Verteilung. Die Nahrung, bzw. auch die Getränke und die Waffen spielen dabei eine sehr, sehr große Rolle und gerade mit Hilfe dieses neuen Systems ist eine freie Kategorisierung und Verteilung der Loot-Gebiete nun endlich gewährleistet. Das bedeutet, man kann ganz klar sagen, dass genau an diesem Haus oder in diesem Gebiet, in diesem Dorf, in dieser Stadt nur das, das und das bauen soll. Das war natürlich in einigen Bereichen so auch möglich, aber man konnte das im Weiten nicht so fein einstellen wie eben jetzt. Mit dem 11. Stresstest damals wurde das allererste Mal das neue Central Economy System eingeführt und natürlich haben die Entwickler viele Daten sammeln können. Beispielsweise in der Zeit vom 18. bis 20. Mai haben die Entwickler auf vollbesetzten Servern stündlich die Economy Logs gespeichert. Damit konnten die genau sehen, wie sich die Items verhalten, wie die Spieler sich verhalten und ob denn alles vernünftig nachspawnt und das ist vor allem auch sehr wichtig, eben Items bereinigt werden, also Items, die sich gar nicht bewegen und drehen, dass die wegkommen und nicht eventuell anderen Loot spawnen, damit blockieren. Damit man vielleicht mal einen kleinen Überblick darüber hat, wie das denn so ungefähr aussieht, wenn Items spawnen bzw. despawnen, haben die Entwickler einen kleinen Clip sozusagen erstellt, bei dem auf dem Server UK08 direkt das getestet wurde. Hier sieht man sehr, sehr gut, wie ausschließlich Nahrung, das ist ganz wichtig zu wissen, es geht hierbei wirklich nur um die Nahrung, darunter fallen by the way die Bohnen, Spaghetti, Pfirsiche, Sardinen und Thunfisch, dass diese Sachen spawnen bzw. despawnen. Man kann sozusagen passiv daraus gesehen genau festlegen oder feststellen, wie die Spieler sich denn eigentlich bewegen. Es geht wirklich darum, wenn eben viele Spieler in diesen bestimmten Bereichen sich bewegen, dass die Items dementsprechend spawnen oder wenn da und da eben nichts passiert, Items wieder despawnen. Das dient, wie schon erwähnt, nicht nur dazu, um eventuell neuen Item-Spawnen zu blockieren, sondern es dient vor allem dazu, um die Server-Performance auch zu entlasten. Denn es ist einfach nur Quatsch, dem Server sozusagen zu sagen, pass auf, du musst jetzt die Dose, die Waffe und das Getränk darstellen, obwohl dort seit 3-4 Stunden keine Sau langgelaufen ist. Ist natürlich Quatsch, deswegen dient unter anderem natürlich dazu dieses Central Economy System. Es gibt natürlich auch ein paar Diagramme, wo bestimmte Getränke, bestimmte Items in einem bestimmten Zeitrhythmus dargestellt werden. Das mit euch jetzt auseinanderzunehmen, würde jetzt, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Deswegen würde ich euch empfehlen, den Link in der Videobeschreibung anzuklicken und da könnt ihr euch die ganze Sache euch in Ruhe anschauen. Man muss natürlich auch sagen, dass man vor allem als einfacher DayZ-Spieler mit diesen Daten nicht so sehr viel anfangen kann. Es sagt mir persönlich jetzt nichts, ob jetzt wirklich genug Sachen gespawnt sind, ob die Leute zufrieden oder unzufrieden sind. Um mal eine kleine Vorstellung mehr oder weniger zu haben, es ist bei dem Central Loot Economy so, dass es einen sogenannten Richtwert gibt. Meinetwegen, die Bohnen dürfen 30 Mal auf der Karte existieren, dürfen aber nicht unter einen Mindestwert von 10 fallen. Ist jetzt nur eine ausgedachte Zahl. Man muss erwähnen, dass in der 0.63 Version der Mindestwert, also der Tiefstand, wo dann wirklich Sachen wieder nachspawnen müssen, dass der immer noch höher ist als der niedrigste Wert in der 0.62 Version. Das bedeutet, im Durchschnitt, wenn man so will, spawnen grundsätzlich mehr Sachen. Allerdings, wie auch schon angesprochen, einfach nur passender. Es geht darum, dass, das kennen auch viele Spieler von euch, dass, wenn ihr in ein Dorf geht und merkt, in den ersten zwei Häusern ist irgendwie nichts drin, dass man einfach weiterzieht, weil man weiß, dass eigentlich dort nichts wirklich spawnt. Das soll, wie gesagt, dieses Economy-System verhindern und es soll dafür sorgen, dass nach wie vor in jedem Haus, in jeder Etage, in jedem Raum, auf jedem Tisch, in jedem Schrank theoretisch was liegen kann. Es soll einfach authentischer und realistischer wirken und somit ist man auch ein bisschen in Anführungszeichen gezwungen, die Städte auch wirklich oder die Dörfer wirklich bis zum Ende zu looten und nicht einfach nur durchzurennen. Selbstverständlich klingt das in der Theorie alles sehr, sehr interessant, aber die Entwickler haben auch nochmal ganz klar gesagt, dass genau dieses System derzeit immer noch fehlerhaft ist. Es wird eben entwickelt, es wird auch mit der Beta weiterhin weiterentwickelt und natürlich perfektioniert und man muss auch sagen, dass dieses System sozusagen von dem Spielerverhalten lernt, also es entwickelt sich mit dem Gameplay mit den Spielern einfach, mit der Community zusammen einfach mit. Wie das dann natürlich in ein oder zwei Jahren aussieht, weiß ich selbstverständlich nicht. Aber ich sage es nochmal, das Loot Economy wird derzeit sowohl auf den Stresstests da sowieso, als auch auf der experimentellen und wahrscheinlich später auf der Stable-Version immer noch ein bisschen rumspinnen. Das wird sich leider so schnell nicht abschalten lassen. Das dritte große Thema, nicht unbedingt im Status-Report, das wird nur so ein bisschen beiläufig angeschnitten, aber auch bei DayZ, ist nach wie vor Xanarus, also die Karte von DayZ, denn da wird sich noch einiges ändern. Die Entwickler haben auch schon in vergangenen Reports immer wieder angesprochen, dass eine komplett neue Map so erstmal nicht gedacht ist, sondern dass die vielmehr Xanarus bzw. Xanarus Plus eben irgendwo perfektionieren möchten. Man merkt es mit sämtlichen Updates, die Karte hat sich schon sehr, sehr stark verändert, teilweise ins Positive, teilweise ins Negative, denn auch in dem Bereich
Natürlich ist vieles Geschmackssache und man kann es einfach beim besten Willen nicht jedem recht machen. Eine Sache, die sich zum Beispiel jetzt verändert hat, ist das Balota Airfield. Das Balota Airfield wurde sozusagen entmilitarisiert, da, das wissen auch die meisten, das in Anführungszeichen neue Nordwest Airfield sehr, sehr stark überarbeitet wurde. Es ist ein komplett reiner Militärflughafen und somit eben haben die Entwickler sich entschieden, das Balota Airfield ziviler zu gestalten. Wir waren schon dort, bereits im Livestream und ich glaube auch in einem YouTube-Video, wir waren bereits schon dort, es wirkt nach alles sehr, sehr improvisiert und eigentlich wollten die Entwickler das Balota Airfield noch gar nicht mit rein implementieren, haben sie anscheinend doch schon gemacht, aber wie gesagt, sehr hübsch ist es noch nicht. Es soll, von der Story in Anführungszeichen her, soll es ein Zivilflughafen sein, der einem Sportverein gehört hat. Gut, kann man so sehen oder so sehen, ich persönlich finde das nicht so verkehrt, ich finde das generell gut, dass viele militärische Sachen einfach weiter in der Karte drin sind und dass man eben erstmal ein bisschen spielen muss, um voranzukommen. Ich glaube, viele von euch kennen noch das allererste Balota Airfield, also wirklich das allererste, was deutlich militärischer war, was auch damals noch die Zeltstadt hatte, die mit der Implementierung der Mishkino-Zeltstadt ebenfalls entfernt wurde. Man merkt also, wenn sich auf der einen Seite der Karte etwas neu hinzufügt, neu entwickelt, werden andere Sachen auf der anderen Seite der Karte einfach wieder verändert, um dieses Gesamtbild sozusagen ausgewogener zu halten. Der Nordosten der Karte, also so ziemlich der Bereich, der eigentlich fast keine Sau so wirklich interessiert, soll auch in Zukunft sehr stark verändert werden. Hier allerdings haben die Entwickler noch gar nichts dazu gesagt, denn in dem Bereich ist wichtig zu wissen, dort wird mit der Implementierung der 0.63-Version noch gar nichts verändert. Es ist erstmal nur reine Theorie, es gibt wohl offensichtlich ein paar Pläne in den Köpfen der Entwickler, allerdings werden wir das so schnell noch nicht sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, ich bin positiv überrascht, dass der Status-Report so unfassbar aufschlussreich war, gerade in dem Bereich der Stresstest-Server bzw. des Experimental-Release. Ich freue mich riesig auf den Experimental-Release, weil ich dann nach wie vor meine Aufnahmen und meine Streams viel, viel besser planen kann. Ob es natürlich die Entwickler, so wie die es angesprochen haben, es wirklich schaffen, noch diese Woche ein paar Stresstests durchzuführen, dann diesen lang übers Wochenende und wenn alles klar läuft, tatsächlich die Version experimentell zu bringen, lässt sich so einfach wahrscheinlich nicht beantworten. Ich hoffe, die Entwickler haben ihr Maul nicht zu weit aufgerissen. Ich freue mich auf jeden Fall nach wie vor. Ich hoffe, dir hat das Video, also der Status-Report, gefallen. Ich würde mich selbstverständlich über eine Bewertung freuen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Bis dahin noch einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns. Ciao.